Vom Sommer in der Innenstadt war am Wochenende in Borken nicht viel zu spüren. Die geplanten Vorläufe zur Kurzbahnmeisterschaften fanden aber trotzdem statt. Schnell wurde noch Wasser nachgefüllt, das mit einer in den Container integrierten Filteranlage gereinigt wird. Und schon trauten sich die ersten wetterfesten Schwimmer in 17 Grad kalte Wasser. Carina Lischeit-Bracht aus Borken zog dann die ersten Probebahnen im nur 4,74 Meter langen Badecontainer und sie fühlte sich garantiert wie Flipper im Delfinarium. Wer am besten wendet, wird auch hier die besten Zeiten vorweisen können, sind sich die Schwimmer sicher. Weitere Vorläufe in der Borkener Innenstadt finden noch an den kommenden beiden Samstagen statt, ehe es dann am 17. Juli zum großen Finale kommt. Teilnehmen kann jeder, der Lust hat und der natürlich schwimmen kann. Bis dahin dann, Winke Winke aus Borken.